Einen wunderschönen guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend oder einfach mal Morgen. Herzlich willkommen zurück zu Nestalgie mit Excitebike. Das ist ein Wunsch von dem guten Perudor. Das wollte ich eigentlich auch schon mal angespielt haben, auch wenn ich das wie jedes andere Spiel auch nicht kann. Der Timer steht auf 10 Minuten. Ich nehme mal Selection A. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie das funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Geht es doch mal irgendwann los hier? Hallo? Ich habe keinen Sound, muss ich dazu sagen. Ich weiß irgendwie. Es gibt ja irgendwie diesen schmalen. Es gibt, man kann auf B Gas geben. Ist das, glaube ich? Wow! Jetzt habe ich kurz auf meinen Controller geguckt. Und auf A Gas geben. Und A ist langsam und B ist Turbo, glaube ich. Und dann gibt es halt diese Turbo-Streifen. Soweit ich das in Erinnerung habe. Und ansonsten muss ich lügen, ob das wüsste ich jetzt gar nicht, worum das hier genau geht, außer dass man einfach die Strecke schafft und eine Runde. Auf Zeit. Achso, guck mal. Der Dritte hat eine Zeit vorgelegt. Ich weiß auch gar nicht, ob man hier Saltos machen kann oder sowas. Also ich sag mal, für dieses. Wow, fuck! Für dieses Spiel wird 10 Minuten, glaube ich, ziemlich lang. Das aber macht wenigstens noch Spaß. Hier geht es natürlich so ein bisschen. Ich würde mal sagen, das ist der geistige Urvater von. Wie heißt es denn heute? Trials oder so? Es geht natürlich ein bisschen darum, so die Sprünge zu koordinieren, dass man nicht völlig willkürlich. Hey, ich hab's geschafft! Da durch die Gegend rennt. Best time, your time. Oh, ich bin Erster. Geil, neuer Rekord. Ich würde jetzt gerne noch wieder zur Musik rumdüdeln. Aber wie schon in der letzten. Best time 1:24. Gib mal erstmal Boost hier. Dann können wir normal rumjuckeln. Den Boost, der überhitzt halt unser Moped. Deswegen scheiße, sollte man den gezielt und vernünftig. Ja, viel schneller. Gezielt und vernünftig über den Dings einsetzen, über den Rampen einsetzen. Ansonsten gilt hier natürlich Scheiße, höchste Konzentration. Ich weiß gar nicht, wenn man die Zeit unterbietet von dem dritten Platz. Dann, wahrscheinlich kackt man dann, ist dann das Rennen verloren oder so, ne? Wow. Ja, man sollte ein bisschen Gas geben über die Rampen, weil man sonst nämlich völlig versagt. Aber ich habe immerhin schon mal die erste Runde. Bestes 1:24 ist also, wie so viele beim NES, ein, Ah, jetzt habe ich auch die Streifen verstanden. Die geben keinen Boost, sondern die kühlen man. Ah, mein Moped ab. Gut, dieses vom unglücklich Absteigen reduziert auch die Temperatur. Oh, verdammte Axt. Also das können wir schon mal knicken. Muss ich nämlich langsam, glaube ich, auf meinen Motor aufpassen oder nicht? Irgendwie wiederholt sich das ja. Finish hier. Oh, 1:17. Ich biete ja guten Zeit. Ich weiß gar nicht, was der Spielmodus B ist. Ich weiß allerdings auch nicht, wie man ohne vernünftige Reset-Taste, die ich bei meinem Gerät hier nicht habe, try the next track, wie man da zurückkäme, um den Modus zu wechseln. Das heißt, wir spielen jetzt halt die ganze Zeit Typ A. Oh, wir haben einen blauen Hintergrund. Es gibt bestimmt auch einen Superstart, den man vollführen könnte, wenn man, wow, hören würde, wow, na, oh, jetzt kullert er erstmal komplett runter. Kann man das beschleunigen? Nein. Gib Gas. Wow, wow. Meine Güte. Also, man merkt hier übrigens eine, wow, Eigenart von mir, wenn ich Rennspiele spiele. Abgesehen davon, dass die Aussprache zu wünschen übrig lässt.
dass ich auch mitwippe. Normalerweise geht man ja so bei Rennspielen, das kennt man ja, kennen bestimmt viele, geht man mit in die Kurve. Aber ich glaube, ich bin gut in der Zeit, wenn das die erste Runde war. Scheiße. Und gleich wieder völlig versäbelt. Übrigens, wenn man auf die Tasten hämmert, wenn man abgestiegen ist. Oh! Nein, Kuller, doch nicht so langsam noch runter. Gib Gas, lieber Michael. Schumacher, wir müssen wild auf die Taste hämmern. Boah. Ich gehe schon wieder voll mit, ne? Manche kriege ich ganz gut und manche ganz beschissen. Gib. Oh. Ich muss mich hier voll konzentrieren. Das ist, ich bin voll in meiner Materie. Ich kann hier nicht vernünftig kommentieren. Ich muss den Weltrekord schlagen. Finish. Aber schon wieder locker unter Boden. Ich weiß nicht, ist der B-Modus schwieriger? Habe ich jetzt den einfachen Modus genommen oder sind die Strecken so einfach? Und werde ich mich gleich wieder beim Klingeln erschrecken, wenn die 10 Minuten um sind? Das ist ja, das, glaube ich, das erste Nostalgie, in dem ich richtig was gerissen kriege in den 10 Minuten. Was bei einer Minute pro Strecke ja nicht weiter verwunderlich ist. Und wieder eine andere Farbkombination, das ist doch schön. Und wieder den Superstart wahrscheinlich völlig verkackt. Was erwartet uns jetzt für böse Überraschungen? Oh, wow, wow, wow. Okay, okay, ich verstehe. Boah. Boah, Alter. Okay, es wird nicht unbedingt einfacher. Das erinnert mich jetzt übrigens, oh, fuck. Gerade an Battletoads. Und voll abgeseilt, yeah. Natürlich, und gleich wieder abgesprungen. Man sollte vielleicht nach Möglichkeit immer oben fahren. Denn kann man, hat man es nicht so weit, und fällt man nicht so weit, wenn man vom Moped geschmissen wird, ne? Was natürlich, wow, 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 ui, nicht immer so einfach ist. Oh, ansonsten, wie gesagt, durch wildes Button-Smashen kann man das beschleunigen. Dass man hier schneller wieder auf sein Moped kommt. Das war mir so klar. Ich habe da schon im Flug geahnt, dass ich da nicht gut bei wegkomme. Rüberkomme, wollte ich sagen. Ist auch gemein so ein bisschen hier. Gib Gas, lieber Michael. Wow. Oh. Zeigt er mir dann Daumen oder zeigt er mir die Fahrtrichtung an? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke auch immer, das ist ein Boost-Streifen, aber in Wirklichkeit, wie gesagt, reduziert das nur die Temperatur meines Motors, die beim normalen Gas geben. Und schon wieder, oh, diesmal bin ich aber schlechter als der dritte. Jetzt darf ich wahrscheinlich die nächste Strecke nicht. Das Ranking 7. Was ist denn Challenge 5? Oh. Okay, wieder was Neues. Was wir hier alles zu sehen kriegen in diesem Spiel. Hallo. Geben Sie Gas, lieber Moped-Fahrer. Passiert hier überhaupt irgendwas? Wow, Alter. Vorhin kann man diese Hindernisse so super toll sehen und auch diese Flecken hier auf, ne? Oh, und scheiße gelandet. Yibi, yay, gib ihm. Ah, das versuchen wir lieber gar nicht. Wow. Oh, Alter! Den brauche ich gar nicht mitnehmen, da maule ich mich nur wieder. Oh, 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 oh. Oh ja, nun stell dich doch nicht so an. Also ich weiß nicht, ob er die Richtung zeigt, weil jetzt zeigt er mir auch den Daumen. Jetzt wechselt er die Richtung. Oh, oh. Oh. Ich hoffe, ihr habt die letzte Folge der Nostalgie gesehen. Das war die erste mit richtigen Rage-Momenten. Und hier tendiert es jetzt langsam auch dahin. Wow, und volle Pfund auf die Fresse. Hallo? Wow, Gottes Willen. Die Strecke fahren wir noch zu Ende. Auf dass wir noch einen schlechteren Start hinlegen. Eine noch schlechtere Platzierung hinlegen, als ich es sowieso schon getan habe. Oh. Ich bin jetzt ja schon gnadenlos hinter der... Alter. Ich weiß, warum das Challenge Track heißt.
Also wie gesagt, wir können uns hier mit dem Moped so ein bisschen in die Flugbahn koordinieren. Aber, boah, gnadenlos über die Zeit. Ja. Naja, wie gesagt, das war ein Zuschauerwunsch von Peruda. Ihr dürft gerne, oh, 10. Platz, bitter, gerne Wünsche in die Videokommentare kloppen. Ansonsten, ich habe noch eine Handvoll Wünsche, habe ich glaube ich noch, wenn ich die abgearbeitet habe. Aber dich mache ich halt Folgen nach eigenem Gutdünken. Ist die Sahne eigentlich ein Level 8? Ich weiß gar nicht, ich glaube ja, ne? Naja, wie dem auch sei, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zusehen oder Zuhören. Ja, ich bin raus und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.